Okay. So, das ist Baba. Das sind Wände. Sind Steine. Und das ist die Flagge. So. Spiel. Was hast du verpasst? Noch nix, noch nix. Das Spiel ist im Endeffekt, ja, wie gesagt, ein Puzzlespiel. Konzept von dem Spiel ist Worte und Zusammenhänge. Baba is you heißt, ja, wir sind Baba, wir steuern Baba. Flag is win heißt, das Ding, das win ist, müssen wir berühren, um zu gewinnen. Und ja, dann gibt es noch so verschiedene andere Verben oder sonstige Worte. Wie zum Beispiel Wall is stop heißt, ich kann nicht durch eine Wand gehen, aber ich kann das zum Beispiel wegmachen. Jetzt kann ich durch eine Wand gehen. Rock is push heißt, ich kann verschieben. Ich kann aber auch zum Beispiel machen Rock is stop. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr durch einen Stein gehen. Und ja. Das ist so grob das Konzept von dem Spiel. Und ja, es wird auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen heftig. Ich kenne es schon ein bisschen, das Spiel. Also die ersten paar Level werde ich relativ schnell machen. Aber später auf jeden Fall wird's noch heftiger. Okay. Also, wir sind nicht immer Barber, sondern hier sind wir zum Beispiel Wall. Und diesmal ist Flag Stop. Aber ich kann machen, dass Flag Winners und out of reach. Okay, wir haben ein neues Verb, Water Sink. Heißt alles, was Wasser berührt, geht kaputt, aber auch das Wasser geht weg. Rock is push und Flag is win. Ja, machen wir einfach Rock is win und fertig. Okay, still out of reach. So, Skull is defeat. Defeat ist einfach, wenn man es berührt, stirbt man. Also die ersten paar Level, wie gesagt, werde ich recht schnell schaffen, aber besonders dann später könnt ihr gerne miträtseln.
wie man Sachen macht und so weiter. Weil ich werde definitiv nicht durch, nicht bei allen ziemlich gut durchkommen. Okay. So, Flag is Win. Skull is Defeat. Rock is Stop. Wall is Stop. Okay. Wall is... ah ja, mach mal einfach. Wall is You. Und... Grass Yard. Baba is You. Flag is Win. Okay. Grass is Stop. Aber Wall ist nichts. Das heißt... ja, das heißt nicht viel. Das Wichtige ist, ist halt, dass immer irgendwie ein Verb auch zwischen den Dingern ist. Heißt, ich kann jetzt nicht einfach Flag Win machen, sondern muss Flag Is Win machen, aber Verben zum Beispiel halt wie Is. Kann man von allen Seiten benutzen und auch mehrmals. Okay. So, das waren sozusagen die Tutorial. Ups. Die Tutorial Levels. Jetzt fängt's langsam an. Icy Waters, okay. So. Okay, wir haben ein neues Wort, nämlich And. Damit können wir dann zwei solche Blöcke miteinander kombinieren. Dementsprechend Baba is You and Sink, das heißt, ich bin Baba, aber ich sinke auch. Jelly is Sink. Okay. Okay, so. Star is push and sink. Manche Worte haben gewissen Vorrang, zum Beispiel, egal wie ich das jetzt anordnen würde, also wenn ich jetzt so mache. Ist Sink and Push, dann kann ich es trotzdem in erster Linie trotzdem erstmal schieben. Wenn es irgendwo dann an der Wand ist oder so, wo es nicht mehr weitergeht und ich dann hingehe, dann kann es, glaube ich, sein, dass es dann mich umbringt oder so. Aber ja. Kann ich Crab und Baba steuern. Joa. Affection. Alge is Defeat. Baba is You. Love is Win. Kiki is Move. Das komische Ding da hier. Ist Kiki. Und Love is Push, okay. Heißt, also, Algen an sich können wir ja nicht. Können wir nichts machen, weil die Defeat sind. Aber nur für uns Defeat. Das heißt, wenn ich Kiki is Push mache und Kiki in die Richtung schieb. Ah, ne. Ich muss noch Love is Push machen.
Dann schiebt der mir das Ding raus. Und ich kann kaum komme ran. Pillar ist Push, Wall ist Bubbles, Flag ist Win, Star ist Defeat. Ah ja. Ah ja, kurz, es muss auf jeden Fall, oder es sollte auf jeden Fall immer irgendwie was U sein. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Barber is U wegmache und es sich nichts anderes bewegt oder sonst wie, dann ist Stille. So, jetzt habe ich Pillar is U gemacht. Der eine Pillar war schon auf der Flagge. Heißt, ich habe direkt gewonnen. Okay, Baba is U, Flag is Win. Wall is Stop. Ah ja. Wenn Baba, also wenn ich Baba bin und Baba Win ist, dann habe ich gewonnen. So, wir haben neue Sachen, nämlich Shut und Open. Dinge, die open sind, können Dinge, die shut sind, wegmachen. Heißt, der Key ist open, Door ist shut. Ich drück den Key in die Tür rein. Mal aufgemacht, der Schlüssel ist aber weg. Okay. Ja gut. Ist noch relativ einfach. Jetzt haben wir keine Schlüssel mehr. Rock zu open machen. Ups. Nee, nicht Restart. Return to Map. Novice Locksmith. Okay, so. Key. Baba is U, door is stop. Wall is stop. Door is shut. Flag is win. Okay. Ah ja, hier ist nochmal das Konzept mit dem ist, dass man das ups. Ach, dumme Tasten. Dass das ist Ding beidseitig sozusagen benutzt werden kann. Ah ja, kurz noch, ich kann nicht zum Beispiel nicht machen, open is key. Sondern es muss auch eine gewisse grammatikalische Richtigkeit haben. Heißt, das Objekt, dann das Verb und dann das Adjektiv. Also man muss auch ein bisschen gucken, wie. Muss auch ein bisschen gucken, wie dass man die richtig anordnet. Okay, Moment. Wenn ich Door is shut und Door is open gleichzeitig mache, müsste sich das ja eigentlich auscanceln und müsste sich selbst zerstören. Ja. Locked in, okay. Wall is stop, Jelly is stop. Flag is win, Baba is you, Wall is defeat. Okay.
Ah ja, wir können aber auch so Sachen machen wie Wall is Jelly. Und dann wird alles, was Wall ist, zu Jelly. Okay. Und da Jelly ja nicht Defeat ist, können wir durch Jelly durchgehen. Und ja. Jetzt haben wir keine Flagge, deswegen machen wir Jelly zu Win. Area clear. Yeah. Ja, wir machen aber weiter. Rock is rock. Flag is rock. So, wir können jetzt. Aber das ist zum Beispiel Paradoxon, weil wir können nicht gleichzeitig sagen, dass Rock Rock ist und Flag. Deswegen haben diese Dinger, das also die Dinger, die sich inkludieren, wie das Ding ist auch das Ding, haben auch immer Vorrang zu allem anderen. Two doors. Kiki is you. Okay. Door is shut. Key is push and open. Hatch and door is stop. Okay. Und ich musste unten hinkommen, um Flag is win zu machen. So, den Schlüssel muss ich mal gucken, wie ich den rausbekomme, weil da versperrt er mir den Weg. Na gut, ich könnte Door is you machen. Dann machen wir das schon mal. Okay, jetzt komme ich auch zur Ding. Spiel kennst du sogar. Wunderbar. Wie mache ich denn das jetzt? Naja, ich könnte. Kiki. Weil durch Kiki kann ich ja durchlaufen. Okay. Jelly Throne. Okay. So. Aber Zero Flag is push. Flag is flag. Jelly habe ich hier. Jelly is win, flag is stop. Okay.
So, jetzt ist Flag Win. Ja. Gut, gut. Crap Storage. Barber ist open, Flag ist push. Noch nix ist Win, noch nix ist Defeat und Barber ist da noch nix. Doris Shut and Stop, Barber Zero Hedge ist Stop. Burglary. Was ist Win? Win ist noch nichts. Wall ist Stop. Noch nix ist Shut. Star ist Push. Baba is You. Draw ist Stop. Key ist Defeat. Okay. So, wir haben jetzt hier auch unser erstes Bonus-Level sozusagen. Extra-Level. Submerged Ruins. Barber is you, Wall is Stop. Rock is Push. Crab und Flag. Aktuell ist Flag Defeat. Müssen das Ding aber auf jeden Fall eins nach rechts schieben, irgendwann. Damit Flag Win ist. Weil was anderes kann nicht Win sein. Was anderes kommt, kann da nicht hinkommen. Thank you.
kann ich noch machen? Rock. Nur schieben. Ziehen ist kommt später. Also kommt noch. Da haben wir dann zum Beispiel eben nicht Rock is Push, sondern Rock is Pull. Da muss ich dann zum Beispiel, wenn ich dann da hier stehen würde und nach links gehen würde, wäre dann der Stein hinter Barbaren wird. Wenn ich in die eine Richtung weitergehen würde, wird der dann sozusagen gezogen werden. Aber ich kann nur schieben. Aktuell. Und Wörter an sich sind immer schiebbar. Aber auch nur schiebbar. Außer irgendwann ist definiert, dass Word ist Pull. Dann könnte ich zum Beispiel auch Worte ziehen. Aber das kommt erst später. Das ist nur rückgängig. Also wenn ich das mache und X drück, dann ist es einfach nur rückgängig machen. Also, wenn ich das zum Beispiel mache, das ist einfach rückgängig. Okay. So. Also ich habe Rock is Push. Push für irgendwas benutzen. Das einzige, wofür ich es tatsächlich benutzen könnte, wäre Baba. Baba ist Push. Bringt mir im Moment aber, glaube ich, nicht viel. Fast was von der Programmiersprache. So vom Logischen her auf jeden Fall schon, ja. So eine ganz primitive, sehr eingeschränkte Programmiersprache. Ah, okay, ich glaube, ich hab's. Wallace Push. Ah, kann ich nicht machen. Leider. Weil, also ich könnte Push is Wall machen, aber das ist grammatikalisch eben nicht richtig und würde so nicht funktionieren. Und das Stop an sich kann ich nicht wegbringen. Und ja, da hier ist Rand, komme ich nicht weiter. Heißt, also das müsste eben, wie gesagt, Wall is Push dann heißen, aber ja, das Stop kriege ich nicht weg. Aber ich glaube, ich hab's. Vielleicht. Von links nach rechts und oben nach unten. Genau. Ja. So, Sunken Temple. Okay, sieht sehr ähnlich aus. Baba is you, Wall is stop. Okay.
Rock is push, Jelly is push. Flag is defeat. Und Crab ist aktuell noch nix. Okay, das Einzige, was ich machen kann, ist aktuell durch hier reingehen. Dann muss es auf jeden Fall so. Okay, ich könnte wieder Rock. Rock ist Barbar machen. Ja, könnte ich. Die Musik ist nicht schlecht. Ich glaube, ich hätte es vorhin sogar gehabt. Ich habe zu schnell neu gestartet, glaube ich. Weil ich brauche ja technisch gesehen dieses eine ist gar nicht. Wenn ich das Zeug über Kreuz machen kann. Thank you.
Okay. Okay, Area complete, nice. Poem. Rose is red, violet is blue, flag is win, Baba is you. Wunderschön. Zeitmäßig. Ja, dann sollte das erstmal so ein guter, grobe Einführung in Baba Is You sein. Wir werden auf jeden Fall viel Zeit mit dem Spiel verbringen, wenn ich wirklich das Spiel durchspielen will. Mal schauen. Es wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Ja. Mal schauen. Aber ja, das war mal so grob. Einführung zu dem Spiel und die ersten paar Level. Und ja, machen dann nächste Woche damit weiter.